Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Motivation Gesundheit eingeschaltet haben hier auf München TV. Ja, mit unserer TV-Ärztin, Frau Dr. Barbara Richards. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema dabei. Sie sind innere Medizinerin und Sie sind Kardiologin. Und heute haben wir gesagt, wenn das Herz aus dem Takt gerät, darüber sprechen wir heute. Und wie Sie es richtig sagen, das Herz schlägt in der Minute ungefähr 60 Mal, zwischen 60 und 80 Mal, in der Stunde schon 3600 Mal, im Jahr ungefähr 36 Millionen Mal, im Laufe des Lebens mehrere Milliarden Mal, so wie bei mir. Ja. Da ist es doch nicht verwunderlich, wenn das Herz mal ein bisschen aus dem Takt kommt. Warum kommt das Herz da ein bisschen aus dem Takt oder dann später mal richtig aus dem Takt? Was spielt sich da ab? Sie haben es eigentlich schon gesagt. Wenn man sich die Zahlen vorstellt, es ist ja unglaublich. In einem Jahr 36 Millionen Mal kann man sich kaum vorstellen. Und Sie haben es genau auf den Punkt gebracht, dass das Herz da mal Extraschläge macht. Das ist ganz normal. Und es ist eben nur die Frage, wie häufig kommen die Extraschläge und merke ich sie, bin ich dadurch beeinträchtigt oder nicht. Das heißt, jeder herzgesunde Mensch hat schon mal so einen Herzstolperer oder einen Extraschlag oder wie wir in der Medizin sagen, eine Extrasystole und das ist auch ganz normal. Aber warum ist das so? Das ist ja auch ein bisschen beunruhigend sein. Ja? Ja, natürlich. Also meistens ist es so, zum Beispiel während wir jetzt hier sitzen, kann es also gut sein, dass ich schon mal so einen Extraschlag habe, das aber gar nicht merke. Erstens, weil er nicht gefährlich ist und zweitens, weil ich jetzt durch unser Gespräch auch abgelenkt bin und mich auch gar nicht auf mein Herz konzentriere, sondern auf das Gespräch. Nicht abgelenkt, Sie sind motiviert. Genau. Ich bin ganz motiviert. Ja. Und so ist das eben ganz normal, dass häufig so ein Extraschlag da ist, der fällt uns allen gar nicht auf. Und dann gibt es natürlich Menschen, ich vermeide jetzt das Wort Patienten zu sagen, sondern Menschen, die an sich völlig herzgesund sind, die aber jeden einzelnen Herzschlag merken und die dann auch kommen. Und da muss man einfach, das heißt, die merken das, was heißt das? Also die spüren es wirklich förmlich in der Brust? Die spüren das. Also ja. Herzrhythmusstörungen, also quasi wenn das Herz in der Tat aus dem Takt kommt, dann merken wir das. Also wenn das Herz also schön gleichmäßig schlägt, wie gesagt, mit einer Herzfrequenz, einem Puls zwischen 60 und 80, dann ist alles in Ordnung. Und die Normalität ist, dass wir unser Herz nicht spüren. Und immer wenn man das Herz spürt, ist das ja immer so was Unangenehmes. Und auch mit Angst begleitet. Selbstverständlich. Sollte man aber auch schnell mal zum Arzt. Also, selbstverständlich. Bei Herz sollte man nicht warten und sagen, naja, jetzt immer. Mal gucken. Oder also so. wenn man merkt, dass das Herz stolpert, also diese Extraschläge hat, ich kann auch erklären, wieso man das so empfindet oder so, dann sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Sagen Sie mal, warum ist das so? Ja. Also diesen regelmäßigen Takt, den merken wir nicht und das läuft also ganz quasi still im Hintergrund. So wie das Atmen auch, das merken wir nicht. Aber wenn das Herz stolpert, ist es eben so, dass der Zwischenraum zwischen den einzelnen Schlägen, der ändert sich. Also dahingehend, dass der Extraschlag vorher, also vorzeitig einfällt. Das Herz hat sich nicht richtig gefüllt und das Herz entleert sich auch nicht richtig, was den Herzschlag anbelangt und macht hinterher so eine kleine Pause. Das heißt, dann ist die Distanz... Bum, bum, bum und dann nichts. Bum, bum, bum. Und dann wieder. Bum, 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 dann wieder geht es weiter. Ja. Oder ganz genau. Und nach dieser Pause hat das Herz etwas mehr Zeit, sich zu füllen. Das heißt, es kommt relativ gesehen mehr Blut in das Herz. Und dieser Schlag, der dann danach kommt, das ist zwar schon wieder der normale Schlag, aber dieser Schlag, manche Patienten sagen, dass der ist so aggressiv. Was bedeutet, der ist so ein ganz harter Herzschlag. Und das merkt man und das empfindet man als unangenehm. Wenn das jetzt einmal in der Stunde vorkommt, dann ist das eigentlich egal. Aber wenn man sich vorstellt, das kommt jetzt zwei, dreimal in der Minute vor, dann ist man natürlich schon Aber ist es wirklich egal, sollte man da nicht auch zur Vorsorge gehen, wenn man einfach merkt, dass es geht? Also egal dahingehend, das hat jeder gesunde Mensch und das,
Das ist auch nichts Schlimmes. Zur Vorsorge sollte man gehen oder eben zur Diagnostik sogar in dem Falle gehen, wenn man merkt, irgendwie das Herz schlägt jetzt etwas unruhig. Und selbstverständlich muss man dann gucken, ob diesen sogenannten Herzrhythmusstörungen, und darüber sprechen wir ja, ob diesen Rhythmusstörungen eben eine organische Herzerkrankung zugrunde liegt. Jetzt ist es ja so, wir haben ja, Sie sind ja, Privatdozentin, Sie sind eine internationale Kardiologin, Sie halten Vorträge in der ganzen Welt und Sie haben natürlich logischerweise dadurch ein ganz anderes Wissen, nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch aus der täglichen Praxis. Mhm. Sie reden mit Kollegen, Sie reden mit amerikanischen Ärzten, mit asiatischen Ärzten, mit Top Sie waren ja auch mal in Houston an dem Heart Center. Aber jetzt gehen wir das mal durch. Es gibt ja, und ich bin ja auch ganz interessiert immer, weil wir haben ja nur... Danke, wir haben ja nur ein Herz. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel so die Situation, man trinkt abends mal so 3-4 Gläser Weißwein, ja, und dann ist der Puls natürlich out of range. Also das heißt, er ist irgendwie bei 90 oder bei 100. Dann manchmal liegt man am Kopfkissen und dann hört man tatsächlich das Herz pochen. Was passiert denn da? Ja, man hört es ja häufig. Also das sind die Strömungsgeräusche im Ohr. Das ist wie so ein EKG fast, ja? Richtig. Und insofern, immer wenn man das Herz spürt oder hört, empfinden wir das als unangenehm. Mhm. Und meistens steckt hinter diesen Ohrgeräuschen nichts Schlimmes dahinter. Nichtsdestotrotz ist es ratsam zu sagen, ich kläre das jetzt mal ab. Gut, das Ohr ist ja letztendlich so eine Art Trommel. Mhm. Und wenn man dann da drauf liegt, quasi so ein Verstärker. Und es ist wirklich so, dass man den eigenen Puls hört. Und quasi, wenn der Puls beschleunigt ist, dann entstehen in den Blutgefäßen so leicht turbulente Strömungen. Und diese turbulenten Strömungen, also sprich Verwirbelungen in den Gefäßen, die sind immer lauter und die höre ich dann. Also ich höre meinen eigenen Puls oder meinen eigenen Herzschlag und das empfinden wir als unangenehm, mhm, wenn wir das hören. Mhm. Und wie gesagt, 2-3 Gläser Wein am Abend, also Alkohol, hat sehr wohl einen Einfluss auf den Puls, direkt in zweierlei Hinsicht. Also einmal wird der regelmäßige Grundrhythmus, der sogenannte Sinusrhythmus, der wird beschleunigt. Also man merkt, dass das Herz schlägt schneller, was auch unangenehm ist. Das kommt dadurch, weil der Alkohol zu einer Erweiterung der Gefäße führt. Dadurch, dass das Herz also schneller pumpen muss, und Alkohol führt auch zu einer Entwässerung des Körpers. Das heißt also, man verliert Mineralstoffe und man verliert Flüssigkeit und das versucht natürlich der Körper durch den schnelleren Herzschlag wieder aufzufangen. Zweites Problem vom Alkohol ist gerade bei etwas älteren Menschen, dass eine bestimmte Herzrhythmusstörung, nämlich das sogenannte Vorhofflimmern, durch Alkoholgenuss getriggert werden kann, also sprich ausgelöst werden kann. Jetzt gehen wir doch mal das ganze Thema durch. Also wann liegt denn eine ernsthafte Erkrankung zugrunde, also wenn das Herz wirklich verrückt spielt? Also gibt es ja Pulssituationen auf 120, 130, da kommt natürlich dann so richtiger Schweißausbruch, Angst, man steht nachts auf. Also in solchen Fällen ist es immer gut, wahrscheinlich auch mal die 112 anzurufen, wenn praktisch das Herz wirklich rast. So, was passiert da mit dem Herzen? Was ist da unrund? Ja, also ganz grob muss man sagen, es gibt Rhythmusstörungen, die aus den Herzkammern kommen und Rhythmusstörungen, die aus den Vorhöfen kommen. Und wir sprechen jetzt über die zu schnellen Rhythmusstörungen. Wenn Sie vielleicht erklären, also Kammern und Vorhöfen, das genau, war also unsere der, Zuschauer, also das Vorhof bestimmt. So ein bisschen, wie das Wort sagt, der Vorhof pumpt das Blut in die Herzkammer. Und die Herzkammer, das ist so das Wichtigste, das Herzstück des Herzens im eigentlichen Sinne. Und die Kammer pumpt dann das Blut in den großen Körperkreislauf oder in den großen Lungenkreislauf, aber in der Regel eben in den großen Körperkreislauf. Und immer wenn Rhythmusstörungen aus der Kammer kommen, dann sind sie möglicherweise gefährlich oder lebensgefährlich. Also kann ein Herzinfarkt dahinter kommen? Natürlich. Also meistens nicht so, dass die Rhythmusstörung den Herzinfarkt auslöst, sondern umgekehrt. Das ist ein bisschen schwierig, aber das kann ich gerne erklären, dass der Herzinfarkt die Rhythmusstörung auslöst. Und immer wenn quasi die Kammer aus dem Takt kommt, wie gesagt, dann kann es potenziell gefährlich werden. Das heißt also, wenn der Patient kommt zu mir, ist natürlich immer mein erstes, was ich machen muss, gucken muss, kann ich die Rhythmusstörung einfangen? Kann ich die dokumentieren und sehen? Das ist natürlich klassischerweise das EKG, was man schreibt, oder das 24-Stunden-EKG. Da möchte ich vielleicht mal kurz einrasten. Sie haben ja eine wirklich fantastische Praxis, sind also am Hightech-Standard ganz vorne dran.
Wie wichtig ist es auch, also dass man wirklich durch die bessere Bildgebung, durch Hightech-Medizin, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, wo Sie vielmehr auch tiefer diagnostizieren können. Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ja auch so der Anspruch, den wir heute haben. Das heißt also, so wie die Praxen vor 20 oder 25 Jahren ausgestattet waren, das ist nicht mehr unser Anspruch, den wir heute haben, sondern dass wir sagen, wir sind schon auf einem Hightech-Niveau. Und das ist natürlich die Kardiologie auch, also durch die ganzen technischen Geräte. Und ja, natürlich, also da muss man auf dem aktuellen Stand sein, nicht nur was die ganze EKG-Diagnostik im weitesten Sinne anbelangt, sondern natürlich auch was die ganze Bildgebung am Herzen, also sprich Ultraschall unter anderem am Herzen anbelangt. Das ist wichtig. Um eben auf den Patienten mit Herzrhythmusstörungen zurückzukommen, das ist für den natürlich immer wichtig, dass ich sage, ich muss natürlich feststellen oder ausschließen, was liegt den Rhythmusstörungen zugrunde. Ja, aber es kann ja sein, dass der zu Ihnen kommt, Sie untersuchen ihn, Sie checken ihn und der hat überhaupt keine Herzrhythmusstörungen, dann geht er raus und um die Ecke, wenn er irgendwo eine Zeitung kauft, plötzlich kriegt er es wieder. Perfekt, vollkommen richtig. Dieses Vorhofflimmern ist ja auch eine, ich will jetzt mal nicht sagen, eine aufsteigende Krankheit, aber so viele haben Vorhofflimmern und wissen es gar nicht. Mhm. Aber dahinter steckt natürlich schon eine Gefahr. Und darum ist es wichtig, dass wir auch so mal im Detail darüber sprechen. Das Vorhofflimmern, und schön, dass Sie das auch so fragen, das ist in der Tat eine Rhythmusstörung, die zunimmt. Ganz genau. Das hat viele Gründe, unter anderem auch die älter werdende Gesellschaft, Stress. Alkohol haben wir angesprochen. Bewegungsmangel. Und, und dann vor allen Dingen auch Begleiterkrankungen wie hoher Blutdruck, wie eine Stoffwechselerkrankung, wie Diabetes und so weiter. Und ganz genau, das ist das Problem des Vorhofflimmerns. Es kann kommen und es kann gehen. Und der jeweilige Patient ist bei mir. Ich schreibe ein EKG. Es ist absolut in Ordnung. Und er geht raus und sagt, oh, jetzt habe ich es wieder. Da haben wir natürlich heute viele Möglichkeiten, auch dieses Vorhofflimmern einzufangen oder zu diagnostizieren. Es gibt eben Langzeit-EKGs, die auch über 7 Tage getragen werden können, bis hin, wir sprachen auch in einer Sendung schon mal darüber, über kleine sogenannte Mikrochips, nenne ich die immer, die man unter die Haut einsetzen kann und die dann permanent den Rhythmus des Herzens aufzeichnen. Und dann kann man eben relativ schnell dadurch detektieren, hat mein jeweiliger Patient Vorhofflimmern oder eben nicht. Jetzt gibt es ja Vorhofflimmern, das ja bis zur Ohnmacht führt. Also dass plötzlich der Patient umkippt. Beim Vorhofflimmern weniger. Das Vorhofflimmern ist an sich so aus kardiologischer Sicht keine lebensbedrohliche Rhythmusstörung. Es ist sehr unangenehm, wenn das Herz schnell schlägt, aber man ist auch beeinträchtigt dadurch, man hat Angst, man hat Stress, aber man fällt in der Regel nicht um und wird bewusstlos. Das gibt es, aber das ist die absolute Ausnahme. Die Rhythmusstörung, wo man umfällt, bewusstlos wird und gegebenenfalls sterben kann, hört sich so ähnlich an. Das ist nicht das Vorhofflimmern, sondern das ist das sogenannte Kammerflimmern. Das heißt also immer das die Rhythmusstörungen. Aber das wird schon noch ein paar Sendungen. Sie verzeihen mir das. Dann haben wir das. Ja. Dann haben wir das schon. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, wenn die Rhythmusstörungen aus der Kammer kommen, aus dem Kernstück, da wo es eben in den großen Körperkreislauf geht, das Stellglied, da wird es dann gefährlich. Das Kammerflimmern ist die gefährlichste Rhythmusstörung, die wir überhaupt kennen und haben. Und wenn das Kammerflimmern nicht von außen durch einen Stromstoß beispielsweise beendet wird, dann verstirbt der Patient. Jetzt, wie ist es vom Patienten her, wie fühlt er das, ob das jetzt ein Vorhofflimmern oder ein Kammerflimmern ist? Sind das gleiche Symptome? Also der Patient kann das häufig gar nicht spüren. Das Kammerflimmern ist insofern eine ganz problematische Rhythmusstörung, weil wenn Kammerflimmern einsetzt, ist es so, dass der Kreislauf zum Erliegen kommt. Das heißt, das Herz füllt sich nicht mehr mit Blut. Das Herz kann nicht mehr ausreichend Blut auswerfen, weil Kammerflimmern heißt, dass das Herz wirklich aus dem Takt kommt und mit einer Frequenz von sage und schreibe 350 bis 400 Mal in der Minute schlägt. Und da kann man sich vorstellen, es wird kein Kreislauf aufgebaut. Das heißt, der Kreislauf bricht zusammen.
Das Gehirn wird nicht mehr richtig durchblutet und es tritt eine Bewusstlosigkeit ein, nach wenigen Minuten im Übrigen. Und wenn dann keine Hilfe kommt, verstirbt der Patient. Und wenn jetzt der Arzt kommt, in dem Fall Sie, dann gibt es Nitro oder was gibt Nein, es dann? Nein, wenn der Arzt in dem Fall kommt, muss er den Patient wiederbeleben. Also das heißt, Defi. Eine sogenannte Herzdruckmassage machen und so schnell wie möglich defibrillieren. Mhm. Und beim Defibrillieren ist es so, muss man sich so vorstellen, das sind chaotische elektrische Aktivitäten des Unglaublicher Herzens. Unglaublicher Stromschlag. Und der Stromschlag ist eben so, den setzt man auf das Herz. Das ist wie beim Computer, wenn ich das vergleichen darf, wie ein Reset. Ich fahre durch den Stromschlag das Herz runter. Ich lösche diese chaotischen elektrischen Aktivitäten, fahre das Herz runter durch den Stromschlag in der Hoffnung, dass es dann wieder anspringt und wieder in den sogenannten Sinusrhythmus anspringt. Jetzt, Frau Dr. Rieger, gibt es ja auch Patienten oder Menschen, die eben so ein schwaches Herz haben, also wo der Puls einfach immer wieder so in eine gefährliche Zahl sinkt, also unter 50 oder 40. Ich habe kürzlich ja mit einem Spitzensportler, Didier Küsch, gesprochen, der am Start die Streif fünfmal gewonnen hat. Er hat gesagt, was hast denn du für einen Puls? Dann sagt er 32 am Start. Wahnsinn. Das ist was anderes, als ich jetzt einfach Sie befrage gerade. Es gibt einfach dann so einen schwachen Puls. Dann gibt es ja heute wunderbare Herzschrittmacher. Natürlich. Sagen Sie doch da bitte mal was Natürlich. Dazu. Erst einmal zum Sportler. Mhm. Die Sportler, also die Hochleistungssportler und die Spitzensportler, die haben Herzveränderungen. Das heißt, das Herz wird größer. Das ist das Sportherz, also auch umgangssprachlich. Das Herz wird größer und es füllt sich mit mehr Blut. Das heißt also, in der Ruhe reicht es diesen außergewöhnlichen, also das wirklich außergewöhnlichen Sportlern mit 35 Herzschlägen, also gut über die Runden zu kommen, damit sie eben, wenn sie diese extremen körperlichen Belastungen machen können, eben das Herz hochfahren können, dann aber bis zu einer Herzfrequenz von 180 oder 200, um diese Spitzenleistungen zu erzielen. Anders ist das eben bei einem Herz, das zu langsam schlägt, das eben nicht angepasst ist an diese Hochleistungssportarten und dann eben nur noch mit 25 Schlägen oder 30 Schlägen pro Minute schlägt oder sogar Pausen macht über einen längeren Zeitraum. Das versuchen wir natürlich zu diagnostizieren. Und das ist eben die klassische Indikation für einen sogenannten Herzschrittmacher. Was passiert da? Also wenn Sie jetzt eine Diagnose sagen, Sie sind ja auch so eine Ärztin, die also auch gut zuhört. Sie sind eine sprechende Medizinerin. Aber da muss man ja dann schon mit dem Patienten Klartext sprechen und wer hat schon gerne einen Herzschrittmacher, ja. Aber das ist ja auch wichtig, das Gespräch dann mit dem Patienten zu etablieren. Ja. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber gerade bei den Rhythmusstörungen muss man ganz genau nachfragen und ganz genau fragen, in welcher Situation treten die Rhythmusstörungen auf, so wie ein Lichtschalter, den man umschlägt, ein aus. Oder baut sich das langsam auf? Jetzt bei Streit oder Ehekrach oder irgend sowas. Ja, genau, da geht der Puls hoch, ja. Aber häufig denke ich mir, der geht dann auch wieder runter, wenn man sich nach einer gewissen Zeit beruhigt hat. Aber das sind physiologische Anpassungsmechanismen des Körpers, das kennen wir alle, bei Freud natürlich auch. Was passiert bei einem Herzschrittmacher? Das ist natürlich ganz wichtig, also wenn das Herz wirklich zu langsam schlägt, und man einen Schrittmacher einsetzt. Der Schrittmacher heute, den muss man sich vorstellen wie einen Minicomputer. Der ist ungefähr 3 Zentimeter groß, einen halben Zentimeter dick, wiegt unter 10 Gramm. Da steckt aber eine Wahnsinnstechnik drin. Dieser Herzschrittmacher ist mit dem Herz verbunden und er kann, wenn ich das so runterbrechen darf, sehen und hören. Sehen und hören bedeutet, er sieht quasi, ob Rhythmusstörungen vorhanden sind und hört quasi auf das Herz. Das heißt, wenn das Herz normal schlägt, kann der Herzschrittmacher das wahrnehmen und macht überhaupt nichts und hält sich quasi in seiner Aktivität zurück. Der Schrittmacher merkt, wenn der Herzschlag des Patienten zu langsam wird und sendet dann kleine elektrische Impulse in das Herz und überbrückt die Zeit. Aber merkt der Patient das jetzt? Das ist ja auch ein psychischer Druck. Es ist eine sehr gute Frage und ich würde darauf auch gerne so antworten. Früher sehr wohl. Heute kann man die Schrittmacher so perfekt und so präzise einstellen, dass der Patient das eigentlich nicht mehr merkt. Und immer wenn der Patient merkt, dass der Schrittmacher einsetzt, dann sollte er noch mal zum Arzt gehen, den Schrittmacher überprüfen lassen, weil meistens kann man die Einstellung des Schrittmachers also so exakt und so gut machen, dass der Patient das gar nicht mehr merkt. Aber Sie haben ja eine unglaubliche Erfahrung, was auch Schrittmacher betrifft. Wie haben Sie sich da
diese Erfahrung geholt? Ja, nun gut, das ist eben im Laufe der Zeit, gehört das natürlich auch zur Ausbildung dazu, dass man sich nicht nur mit der Pumpfunktion des Herzens und mit Klappenfunktionen des Herzens beschäftigt, sondern auch mit der Elektrik des Herzens. Und man kann es ganz gut vergleichen, wenn man das mit dem Auto vergleicht, dass das Auto eben den Motor hat, die Benzinzufuhr hat. Das kann auch alles in Ordnung sein, trotzdem funktioniert es nicht. Und das ist bei dem Herzen eben auch so. Das Herz hat auch eine ganz komplexe Elektrik. Und das ist dieses Fach der Elektrik oder Elektrophysiologie, wie es so schön heißt, ist erst in den letzten 10, 15 Jahren in der Kardiologie so groß geworden und ein ganz wichtiger Teil. Ja, und das gehört eben zur Ausbildung und eben auch zur Weiterbildung und Fortbildung, dass man dann sagt, man ist da immer auf dem aktuellen und letzten Stand. Denn auch was die medikamentöse Therapie anbelangt, hat sich Enormes getan. Blutverdünnung ist immer ein Thema bei den Herzrhythmusstörungen und natürlich die ganze Schrittmachertechnik. Jetzt gibt es ja die Ablationstherapie. Was ist das genau? Ja, es gibt bestimmte Herzrhythmusstörungen. Klassiker ist das sogenannte Vorhofflimmern. Das kann man abladieren. Und was heißt das genau? Abladieren heißt, dass ich mit einem Katheter in das Herz hineingehe und über diesen Katheter eine sogenannte elektrische Landkarte des Herzens, speziell des Vorhofes, erstelle und genau herausfinden kann, wo entspringt das, also an welcher Stelle entspringt das Vorhofflimmern am Herzen. Und wir wissen klassischerweise, gibt es Lungenvenen, die in den sogenannten Vorhof hineinmünden. Und aus diesen Lungenvenen entspringt das sogenannte Vorhofflimmern. Das Vorhofflimmern, das ist auch ähnlich wie das Kammerflimmern, das sich aber in der Kammer abspielt, spielt sich das jetzt im Vorhof ab, ist nicht lebensgefährlich, aber äußerst unangenehm für den Patienten. Und diese chaotischen elektrischen Aktivitäten, die kann man eben durch solche elektrischen Verfahren unterdrücken. Meinen Patienten erkläre ich das immer, dass man eine Schneise schlägt. Also wenn ich so ausholen darf, wenn es einen Waldbrand gibt, gibt es ja auch einen chaotischen Funkenschlag oder Funkenflug. Und wenn man eine Schneise in den Wald schlägt, dann unterbricht man den Funkenflug. Und so muss man sich das, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber man kann sich das bildlich ganz gut vorstellen. So erkläre ich das auch meinen Patienten, dass dieser Funkenschlag, also sprich diese chaotischen elektrischen Aktivitäten, dann da, wo das Vorhofflimmern entsteht, nicht mehr auf den Vorhof überspringen kann. Und dadurch kann man das elektrisch behandeln, eben dahingehend, dass die Patienten auch häufig keine oder weniger Medikamente einnehmen müssen. Jetzt, Sie als Kardiologin, Vorhofflimmern ist ja auch ein Thema, das ja oftmals so im dritten Drittel des Lebens aufschlägt. Kann man da sagen, bei den Damen ist es weniger, bei den Herren ist es mehr? Gibt es da einen Unterschied bei dem Frauenherz und beim Männerherz? Gibt's das? Also tolle Frage. Natürlich, die Frauenherzen ticken anders. Was das Vorhofflimmern anbelangt, tritt es nicht bei Frauen häufiger auf, es ist bei Frauen aber gefährlicher. Das ist der Punkt. Also das Frausein als solches ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Warum beim Vorhofflimmern. So? Und Risikofaktor beim Vorhofflimmern, damit meinen wir die Schlaganfallgefährdung beim Vorhofflimmern. Wenn die Vorhöfe flimmern, dann muss man sich das so vorstellen, dass das Blut in den Vorhöfen zum Stillstand kommt und nicht mehr über den Vorhof in die Kammer und in den großen Körperkreislauf hineingepumpt wird. Und da kann es Gerinnsel geben. Deshalb die dann muss nach oben gehen. Eben. Natürlich. Und das ist dann der Schlaganfall. Ja. Und das ist natürlich der GAU oder die Katastrophe, wenn man einen Schlaganfall bekommt. Und deshalb führt man da natürlich auch eine Blutverdünnung durch bei diesen Patienten. Aber die Tatsache, eine Frau zu sein, erhöht eben das Risiko für einen Schlaganfall. Also deshalb werden Frauen da etwas kritischer beäugt und etwas engmaschiger müssen die eben medikamentös eingestellt werden. Und Frauenherzen, ja, hätte ich fast gesagt, mein Lieblingsthema, Frauenherzen, ticken natürlich anders. Also nicht nur. Wahrscheinlich hier die nächste Kolumne. Habe ich schon geschrieben. Also nicht nur emotional ticken die Frauenherzen anders, sondern prinzipiell ticken die Frauenherzen anders. Das hat viele Gründe. Nicht zuletzt eben auch den Grund, dass die Herzkranzgefäße bei den Frauen kleiner sind, dass Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen bei diesen kleineren Gefäßen viel früher, viel schneller zu Engstellen führen können. Das Schmerzempfinden ist bei Frauen ganz anders als bei Männern. Das bedeutet eben, wenn sich ein Herzinfarkt anbahnt,
merkt ein Mann das früher als eine Frau, weil Frauen andere Schmerzperzeptionen haben und das anders wahrnehmen. Was natürlich de facto bedeutet, sie gehen später in die Klinik, sie bleiben länger zu Hause und auch in der Klinik sind die Beschwerden oder die Symptome einer Frau anders als beim Mann. Das heißt also, die Diagnostik oder der diagnostische Gang dauert auch bei Frauen länger. Das bedeutet, dass am Ende des Tages sehr viel mehr Zeit verstreicht, bis eine Frau eine entsprechende Therapie bekommt. Und, also deshalb auch die Frauen lieber auch mal einmal mehr zum Check-up, oder? Natürlich. Und natürlich auch die Symptome ganz anders wahrnehmen und sagen, auch wenn ich so unspezifische Beschwerden habe, es drückt im Oberbauch oder in der Schulter, doch oder im Arm, ja, vielleicht doch zum Arzt gehen oder im Zweifelsfalle, wie Sie schon eben gesagt haben, den Notarzt rufen. Jetzt frage ich Sie mal was. Sie sind ja wirklich unermüdlich in Sachen Weiterbildung unterwegs. Sie sind Moderatorin, Sie sind wirklich in der Szene der Kardiologie drin. Wie hat sich diese Kardiologie in den letzten 5 Jahren, wie hat sich die weiterentwickelt? Ja, unglaublich hat die sich weiterentwickelt auf allen Bereichen. Wir haben eben über die Medikamente gesprochen, also über die medikamentöse Therapie hat sich enorm weiterentwickelt, dass wir neue Medikamente haben und neue Wirkstoffe haben, die wir vor 5 oder 10 oder 20 Jahren überhaupt nicht gekannt haben. Also beispielsweise sensationelle Wirkstoffe, was die Cholesterinsenkung anbelangt, sensationelle Wirkstoffe, was die Behandlung der Blutzuckererkrankung, also sprich des Diabetes anbelangt und natürlich auch ganz neue Wirkstoffe, was Herzrhythmusstörungen anbelangt. Und wir haben neue Medikamente zur Blutverdünnung, die wir einsetzen können. Und dann kommt natürlich auch das ganze technische Know-how dazu. Das heißt also, wenn Sie heute in ein Herzkatheterlabor gehen, kommen Sie vor wie an einem Raumschiff. Also das ist wirklich Hightech und High-End. Drum ist es auch so, dass, das muss man immer wieder dazu sagen, dass ein Kardiologe heute nicht mehr alles abdeckt, Aber er braucht ein gutes Netzwerk. Natürlich. Ja. Also ich sage immer, wenn ein Kardiologe alles weiß und alles kann, traut ihm nicht. Also das funktioniert heute nicht mehr, denn die Kardiologie ist ein so komplexes Fach geworden, auch wenn man überlegt, was die ganzen mechanischen Sachen anbelangt, also die ganzen Interventionen anbelangt, also die Herzkatheteruntersuchungen anbelangt, die Stentimplantationen anbelangt, die Klappen werden von den Kardiologen mittlerweile behandelt, dann kommt, wie wir gesprochen haben, die ganze Elektrik, die ganze Elektrophysiologie dazu, das deckt heute keiner mehr alleine in einer Person ab. Aber schön, Sie decken doch einen Großteil dieser Herzmedizin ab. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Diesmal von Motivation Gesundheit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Motivationsgesundheitstalk. Und schauen Sie auf Ihr Herz. Gehen Sie zum Check-up einmal im Jahr. Es rentiert sich, denn wir haben nur ein Herz und das soll möglichst ganz, ganz lange schlagen. Auf Wiedersehen. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.